Sucht bin. Meine Stimme, die kennt jeder in dem Banjo. Meine Stimme im Banjo, egal wo ich Sucht bin. So Freunde, ich habe vor ein, zwei Tagen eine Umfrage gemacht, welcher Song als nächstes erscheinen soll. Es ging um Für Famille, ein Benefiz-Song, und es ging um den Song La Haine. Viele haben sich für den Song La Haine entschieden und deshalb denke ich, haben viele gerade auch diese Emotion und wollen gerne auch so einen Song haben. Ich habe den Song geschrieben und aufgenommen zu der Zeit, als der Franzose namens Nahel von den Polizisten auf der Straße erschossen wurde. Diese ganze Emotion in den Song gebündelt. Was sie an den Händen tragen, ist das Blut von unseren Ahnen. Die Politiker versagen nicht, sie lügen um ihren Kragen. Und es hat mich sehr getroffen, weil ich habe mir gedacht, es könnte auch einer meiner Fans gewesen sein, den ich zu einem Video gerufen habe, der vorbeigekommen ist, in meinem Video supportet hat, ein paar Tage, Wochen später im Auto von Polizisten erschossen wird. Eilende Polizisten. Denn ein Schuss von einem ihrer Kollegen hat einen 17-jährigen Teenager getötet. Ein Augenzeuge dokumentiert zufällig den Moment. Sekunden später ist der 17-jährige Nael tot. Es war offenbar eine ganz normale Verkehrskontrolle, bei der die Situation eskalierte. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Und aus dieser Emotion raus, dieser Verzweiflung auch ein bisschen, dieser Wut, habe ich diesen Song gemacht. Ich habe über einige Dinge gesprochen, die mich seit mehreren Monaten, Jahren beschäftigen. Das Ding ist, Musik ist die einzige Möglichkeit für mich, diese Dinge genau so auszusprechen. Ich bin Musiker. Musik ist das, wo ich meine Emotionen und meine Gedanken verarbeiten kann. Ich möchte das gerne mit euch allen teilen. Problem ist, wir sind nun mal in Zeiten, wo es sehr, sehr schwierig geworden ist, die Meinung zu sagen. Auch in Form von Kunst. Die künstlerische Freiheit ist auch mittlerweile begrenzt. Wir untereinander, auch als Bevölkerung, wir sind ja die, die mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, du bist falsch, dich müssen wir boykottieren. Deine Meinung darf nicht herrschen. Es war lange Zeit natürlich nicht so gewesen. Zu der Zeit, als ich den Song geschrieben habe, war das auch nicht so gewesen. Ich bin halt wirklich am Überlegen, ob ich diesen Song rausbringen soll. Vor allem, weil ihr ja auch meine Situation kennt, was meinen Aufenthaltsstatus angeht. Und ich habe ja vor 2 Jahren, habe ich ja noch darum gekämpft, in Deutschland bleiben zu können, einen deutschen Aufenthaltstitel zu erhalten. Ja? Weil ich bin gerne in Deutschland. Ich liebe es, hier zu sein. Ich bin hier geboren und ich fühle mich deutsch durch und durch. Fehler, die ich gemacht habe, habe ich in Deutschland gemacht. Aber auch die guten Dinge habe ich in Deutschland gemacht. Weil ich halt aus Deutschland komme und mich auch deutsch sehe, spreche ich halt auch die Themen, die Probleme in Deutschland an. Und dahingehend muss mal was gesagt werden. Jetzt ist halt einfach wirklich die Frage, wenn ich diesen Song rausbringe, in welche Richtung die ganze Sache sich bewegen wird. Ich bin echt hart am Überlegen. Also ich habe noch nie über einen Song-Release so lange drüber nachgedacht. Die Situation aktuell ist hitzig, die Stimmung in der Bevölkerung ist hitzig, aber nicht ohne Grund. Die ehrlichste Kunst ist meiner Meinung nach immer noch die beste Kunst. Der Song ist sehr ehrlich gemeint, aber wie gesagt, ich bin halt sehr krass am Überlegen, ob ich diesen Song rausbringe. Ich mache auch das Video gerade einfach nur, um euch mal auch in meinen Gemütszustand, ja, einen Einblick zu geben, was diesen Song betrifft. Weil ich habe noch nie über einen Song-Release so nachgedacht. Es wird niemand beleidigt oder so. Es wird auch keiner bedroht oder sowas. Ja. Aber es wird einfach mal die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit ist mittlerweile so ein Ding, was die Welt einfach nicht hören möchte. Und dies ist das Urteil. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse ist. Okay, so ein Ding ist es. Und da ist halt jetzt das Ding, die Überlegung, den Song zu droppen, den Song nicht zu droppen, zu einem anderen Zeitpunkt zu droppen oder genau jetzt zu droppen. Ja. Das sind halt die Gedanken, die mich gerade beschäftigen. Ihr könnt ja gerne auch mal eure Meinungen schreiben, weil natürlich, ich weiß, ihr wollt gerne Musik hören. Die meisten werden einfach schreiben, drop, drop. Aber die Frage ist halt auch, seid ihr euch auch dem Ganzen bewusst, der ganzen Situation aktuell, was Meinungsäußerung angeht, was Canceln angeht, was halt die richtige oder die falsche Seite angeht. Ja? Weil ich bin auf der Seite des Menschen, aber vor allem bin ich auf der Seite des Herrn Jesus Christus.
der Gerechtigkeit, der Rettung, der Liebe, der Hoffnung, okay? Ja, ich denke, das ist ein Song, der sehr, sehr wichtig ist, deswegen spreche ich darüber. Aber ich werde mir noch ein paar Tage auf jeden Fall Gedanken machen. Es ist so weit, dass ich den Song meiner Anwältin geschickt habe, okay? Um halt mal von ihr zu hören, wie die Rechtslage aussieht, wie die aktuelle Situation, ob die so einen Song zulässt. Ja. Es gab schon oft systemkritische Songs auch, muss man auch sagen. Die Sachen, die mir jetzt einfallen, sind zum Beispiel Adriano. Ja, da waren die Brothers Keepers mit Seven Naidu und viele andere Leute. Ja. Dann gibt es noch Songs wie von Samy Deluxe, Weck mich auf. Es gibt so, so viele Songs. Die sind halt zu anderen Zeiten gekommen. Ich frage mich manchmal, ob diese OGs, ja, diese Songs auch zu dieser Zeit, die wir jetzt haben, rausbringen könnten, ohne mit Konsequenzen zu rechnen. Oder sind wir halt jetzt die Generation, bei der die künstlerische Freiheit so eingeschränkt wird, dass man halt wirklich überlegen muss. Ja, Mann, das sind so meine Gedanken. Ich bin halt auf eure Gedanken gespannt, so. Schreibt die gerne in die Kommentare und ja, lasst uns ein bisschen darüber nachdenken, philosophieren. Wir werden sicher noch ein paar Mal darüber sprechen. Wir werden auch natürlich die aktuelle Situation beobachten. Ich möchte auch all den Menschen, ja, Kraft schicken, die Menschen verloren haben, egal von welcher Seite. Ob Israel, ob Palästin, ob Syrien, ob Kurdistan, ob Angola, ob Kongo, ob Nigeria, ja, es ist überall auf der Welt weit. Es gibt so viele Geschichten, die ich euch erzählen könnte, was alles zu mir gelangt, ja. Ich weiß auch nicht, warum alles zu mir kommt, aber, ja, ich wünsche euch viel Kraft und verliert die Liebe nicht, ja. Verliert die Liebe nicht und die Hoffnung nicht, verwehrt eure Ewigkeit nicht dadurch, ja. Durch diesen Hass. Okay? Schöpft aus dieser Situation Hoffnung und ein Glauben. Okay? Für die Ewigkeit. Das kann ich euch sagen. Okay, das war's von mir. Immer. Peace. Lass ein Abu Dhabi. Lass ein Abu Dhabi.